Hallo und Servus, liebe Freunde und Euden, und willkommen zurück zu No Man's Sky. Wir sind hier auf einer Raumstation und verlassen die jetzt auch gleich wieder, weil wir immer noch auf der Suche nach, ja eigentlich nach Omegon sind. Und wollen es ja nicht so übertreiben mit der Omegon-Suche. Allerdings haben wir eh auf diesem Planeten hier einen Spot, ja, irgendwie einen Sendeturm. Und Sendeturm sagt uns jetzt so im Moment noch nichts. Deswegen fliegen wir da mal hin, und wenn es da zufällig irgendwo das Zeug geben sollte, Omegon, dann haben wir es halt und sind froh drum. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Aha, hier sieht die Atmosphäre mal irgendwie interessant aus. Moment. Ah, schöne Wolkchen. Das ist bestimmt giftig. Das ist bestimmt ultra giftig. So, 30 Sekunden, bis wir da sind. Ja, wenn wir eigentlich ein bisschen so außerhalb der Atmosphäre bleiben können, da wären wir ein bisschen schneller gewesen. Aber bis wir da jetzt wieder aufsteigen, wieder runterkommen, sind diese 15 Sekunden, die es jetzt so dauert, auch wieder vorbei. Also ist jetzt erstmal im Moment nicht so wichtig, nicht so wichtig. Nicht so wichtig. So. Und schon sind wir auch da. Was ist das? Ein Sendeturm. Tatsächlich mal was völlig Neues. Aber total. Biom ausgetrocknet. Flora nicht existent. Fauna knapp. Supi. Zeig ich mal an. Mhm, tatsächlich hier mal 8 Tiere, ja. 77 Grad, ja. Hitzeschutz. Waren wir schon. Und auch wieder, ja. Ich, ja, was war, völlig nicht, nicht lebensfreundliche Bedingungen. Was los? 8 Tierarten schon mal hier, einfach so. Sehr abgefahren, finde ich immer sehr abgefahren. Ja, ja, ja. So. Ja, das sind also Korvax-Bauten. Eisen. Ihr müsst Omegon sein. Ihr müsst alle Omegon sein. Ach, wie gerne hätten wir Omegon, ja. So ein Element wie das hier da, das Gelbe, aber in Lila. Das ist Omegon. Aber nichts, 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 nichts. Aber auch Kalium, ne? Wenn wir Kalium sehen, Kalium ist auch so ein Element in Lila. Hier rechts unten sehen wir es ja in der Einblendung, so müsste Omegon aussehen. Und Kalium sieht auch genauso aus vom Symbol her. Wird aber auch bei Scans nicht angezeigt. Neue Technologie, was haben wir? Schnellfeuer, Theta, Aluminium und Platin. Abklingzeit zwischen Blitzwerferschüssen. Aha, aha, aha. Ja, haben wir aber eh keinen Platz, um uns das zu installieren. So, wo geht's hier rein? Geht's hier überhaupt irgendwo rein? Muss doch, oder irgendwas aktivieren oder sowas müssen wir doch da können. Ah, hier geht's rein. Sendeturm. Ist das etwas zur Interaktion? Nee. So. Ja, grüß dich, servus. Na, da freut er sich. Hi, hi. So, was haben wir da? Also Enzyklopädie, Unterbrechung, aha. Schön, schön. Da nochmal ein bisschen, was ist, Geld, ne? Nee, Schild. Irgendwas mit Geld. Multiwerkzeugtechnologie, auch nochmal. Nochmal neue Prallgranatentau. Prallen von, vor der Zündung von planetaren Strukturen ab. Sehr schön, unwichtig. Muss nicht sein. Plutonium auch. Ich dachte, es wäre in dem gelben Ding wäre vielleicht was anderes drin. Das ist ein Rätsel, das wir nicht lösen können werden. Wahrscheinlich, weil wir die Sprache der Korvax nicht so richtig gut kennen. Priesterentität. So, Dimo. Korvax, Vikino, Energie, Ark. Jetsche, Kurvatat, Kurva, Kurvakal. So, die freundliche Begrüßung der elektronischen Lebensform verlangsamt sich plötzlich. Sie zapft ihre persönlichen Daten an.
während sich die Lichter im Gesicht weiten und die internen Systeme abstürzen. Datenflüsse zeigen, wie sich die Energie langsam dem Ende neigt. Die Lebensform sieht mich um Hilfe bittend an und zeigt mit einer einzigen, langsamen und verzweifelten Bewegung auf meine gesammelten Ressourcen. Oh, wir haben kein Tamium. Na, kriegst du 100 Kohlenstoff. Sie erwacht teilweise und bedankt sich mit Geschenk. So, ich lese das mal ganz schnell, weil es immer so schnell verschwindet und ich weiß nicht. Manchmal können wir es lesen, manchmal nicht. Na super, ja, danke schön für die Kreditplatte. Ich möchte Omigon haben. Omigon, merkt ihr das? Testobjekt, ja. Wir sind ein Testobjekt. Mein neues Wort, bitte. Sie ist einverstanden, dann hilf mal. Und das Wort für gestoppt. Ja, gestopft. Schauen wir mal. Das wird uns nicht viel bringen, weil wir da Assets und Zahlen rätseln. Oh ja, wie es scheint, blieb ein automatischer Notruf vor langer Zeit unbeantwortet. Wenn ich das Verschlüsselungsmuster knacken kann, könnte ich vielleicht die Koordinaten extrahieren. 1, 2, 6. Mal 3, mal 4, mal 5, mal 6, 720. So, Notrufkoordinaten lokalisieren. Das ist da einfach nur ein Notfallsignal und ein abgestürztes Schiff vermutlich. Das Ansehen bei den Korvaks hat sich verbessert. Natürlich, was denn sonst? So, was ist da? Reisemeilenstein. Na, supi. Korvaks Ansehen 2. Ah ja, wie, tatsächlich. Das ist also wichtig. Korvaks Ansehen ist wichtig. Konsul Erdins getroffen, 30. Wow. Sturm ganz schön laut. Fuck. 120 Grad Celsius. Gar kein Problem. Ja. Ja. Stabilisiert sich ein Scheiß, glaube ich. Da sind wir ja, glaube ich, eher ziemlich am Abkacken gerade. So. Wow. So, da lichtet es sich in dieser Höhe. War sehr ruckelig gewesen irgendwie im Moment. So, also das mit dieser Wettergeschichte ist nicht so. Es ruckelt aber immer noch, komischerweise. Oder ja, ruckelt nicht. Es sind halt keine... irgendwie frame-mäßig nicht so FPS nicht so gut gerade, komisch. Naja, was soll's, fliegen wir mal zum abgestürzten Schiff, schauen uns da diese Geschichte ein bisschen an. Ah ja, ernsthaft, echt 7 Minuten, dann müssen wir also tatsächlich mal die Atmosphäre verlassen, scheint fast auf dem anderen Ende des Planeten zu sein, auf der anderen Seite. So, und da sind wir auch schon. Und über die Umlaufbahn erwischen wir das alles viel besser. Ups, nein. Wollen wir nicht hin. So, schön oben bleiben. Ja, genau. Doch wesentlich schneller. Und so erst recht schnell. Na, immer noch schon oben bleiben. Na, nicht wegfliegen. Ja, mit der Steuerung ist ein bisschen, manchmal ein bisschen holprig. Tatsächlich. Und das ist. Ja, okay, die waren einfach nur überlagert, weil die an derselben Stelle sind. Der Atlas und die Raumstation. So. Da müssen wir jetzt aber wirklich schon in der Nähe sein. Also mit dem Booster. Ja, genau, siehst du. Sind wir gleich da. Vielleicht bringt uns das wieder ein bisschen Ansehen. Ansehen bei den Korvaks scheint ja wichtig zu sein. Die sind ja wohl irgendwie tatsächlich so eine Atlas-Rasse und heilig. Irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall irgendwelche wichtigen elektronischen Geschöpfe. Wie das dann wohl ist, wenn man... Ich glaube, es ist nämlich auch möglich, dass man, wenn man das Spiel anfängt, wenn man spielt, halt spawnt so das erste Mal, sage ich mal, auch gleich da schon irgendwo in der Nähe von
Korvax ist. Ob das dann auch gleich schon so viel zählt wie jetzt? Oder ob dann eine andere Rasse so die Führerrasse ist, die wichtige Rasse? Und warum ist das Spiel gerade so holprig? Irgendwas da komisch. Ja, Landebereich nicht frei, papalapap. Klappst du doch selber nicht. Oh, was ist das da vorne? Ist das so ein Korvax-Depot? Ja, gut. Boah, also FPS haben wir jetzt gerade wirklich irgendwie nicht. Komisch, komisch. Warum ist das so komisch? Sehr, sehr komisch. Aber jetzt nicht irgendwie hohe Prozessorauslastung oder sowas. Ich habe das nämlich die ganze Zeit im Blick. Normalerweise nicht, bei diesem Spiel ja, tatsächlich, weil das von Anfang an eigentlich Probleme gemacht hat. Dann jetzt die ganze Zeit nicht, aber jetzt gerade, in dem Moment, ist es komisch. Und nur, weil vorhin dann dieser Sturm da war, also ab diesem Moment, wo der Sturm da gewesen ist, war das so. Und jetzt schwimmt da auch irgendwie von megamäßig die Kamera. Wir drehen uns ein bisschen nach links und es zieht ja gleich mal ganze Kreise. Was ist da nur los? Sehr komisch. Ah, jetzt. Ah, doch nicht. Sehr eigenartig. Wow, wow, wow. Oh, Kinder. Das ist ja jetzt sehr eigenartig. Naja, das können wir, noch hin. Okay, nichts Neues. Den schauen wir uns nochmal an. Ziel erreicht, jawohl. Komm, zeig mal, was du da geladen hast. So. Die Hightech-Notfallsysteme des Schiffes werden aktiviert, als ich an Bord klettere und ein Hologramm erscheint. Die Lichter auf der Maske, die es trägt, sind breit und verdunkelt. Der Pilot berichtet ruhig von seinem bevorstehenden Tod. Es sind Explosionen und der Lärm berstenden Metalls zu hören. Das Hologramm verschwindet und macht den Blick auf einen Aufbau mit funkelnden Technologien und Geräten dahinter frei. Einige sehen noch funktionsfähig aus. Nach funktionstüchtiger Technologie suchen wir mal. Ich kenne mal. Ja, ja, so. Was ist das denn nur für ein Bauplan? Zeig mal. Warp-Reaktor. Geil, 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 geil. Super. Wir können also noch besser warpen. Hyperantrieb profitiert von hochentwickelter Fusionstechnologie, die dem Raumschiff höhere Warpgeschwindigkeiten und Intensitäten ermöglicht. Das Schiff des Nutzers kann tiefer in den Weltraum springen und weiter entfernte Planetensysteme anfliegen. Die Warp-Kernleistung wurde gedrosselt, um eine sichere Kernschmelze und kontrollierten Thamium-9-Fusion und Tod zu vermeiden. Es wird empfohlen, dass der Nutzer über die galaktische Karte, bla bla bla, zwei dynamische Resonatoren kriegen wir. Nickel, kein Problem. Aluminium, kein Thema. Auf jeden Fall etwas, was wir uns holen werden müssen. So, schauen wir uns das Raumschiff an. Boah, ist jetzt irgendwie, scheint es ja von Sekunde zu Sekunde immer frameärmer zu werden hier, diese Geschichte. Ganz eigenartig. Moment, ganz, ganz eigenartig. So, aktuelles Raumschiff 22, verlassenes Raumschiff 23. Blitze. Ja, der ist megamäßig ausgebaut hier, aber nur noch 4 Slots, 5 Slots für Waren. Das, nee. Sowas, das ist uns zu viel. Sowas ist wirklich zu viel. So. Fliegen wir jetzt erstmal ein bisschen hin und verlassen mal den Planeten. Allein schon wegen dieser ganzen Leckgeschichte, das verstehe ich gerade nicht, beunruhigt mich im Moment auch etwas. So. Das war gerade die Vermutung, vielleicht deswegen, weil das Spiel jetzt gerade schon so lange läuft, aber mein Gott, dafür sind Spiele ja da. Keine Ahnung, wieso das so wohl so ist. Ziehen wir erstmal ab auf den Mond. Vielleicht gibt es da ja ein Omegon oder zwei Omegon. Vielleicht haben wir ja Glück. Und wenn nicht, dann halt eben nicht.
Dann geht die Reise weiter zum nächsten Atlaspunkt. Sobald wir das hier so haben. Oder beziehungsweise gesehen haben, dass da wirklich nichts ist. Oder auch, dass da was ist. Zap und komm, Landeanflug. So. Eieieiei, ja, das ist... Da sind wir... Uiuiuiui, das ist jetzt ganz schön holprig. Frame, hier, FPS-mäßig. Sehr abgefahren im Moment. Was hat denn nur für ein Problem? Und einfach nur deswegen, weil er von dieser Sturm angefangen hat. Plötzlich, ab diesem Moment echt, es läuft gar nichts mehr. Ganz eigenartig. Sehr, sehr eigenartig. Trotzdem, vorne eine Kapsel und ein neuer Inventarplatz. Den schnappen wir uns auf jeden Fall. Das lassen wir uns nicht entgehen. Trotz unfassbarem Frameschwund im Moment gerade. Unfassbar. Ja. Oh, wow. Ja. Aber schön, ich dachte, wir wären Mond und dann Eisregen, aggressiv, Flora alltäglich, Fauna nicht existent. Was? Ernsthaft? Auf diesem Planeten? Ich hatte gedacht, das wäre irgendwie sowas Schönes. Ist das so schön grün? Das ist Eisregen? Ehrlich? Oh, aber es schwimmt hier, mein Gott. Meine Fresse. Krass, ja gut, die Folge ist eh bald vorbei. Junge, das war ganz schön abgefahrener. Puh, da müssen wir wirklich beenden. Das kann man sich nicht angucken, kann man sich auch nicht antun beim Spielen. Kostet jetzt 150.000, kaufen wir uns. So, wunderbar. Ja, komm, Eisregen minus 13 Grad. Da haben wir auf der Erde schlimmere... schlimmere Bedingungen mancherorts. Aber um ein Vielfaches schlimmer. Ah, jetzt mal schnell das Raumschiff erreichen. So, schnell mal hoch. Gott. So, einsteigen, abspeichern. Also, gleich wieder aussteigen. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Sehr gut, liebe Freunde. Die Folge ist sowieso fast, die 20 Minuten haben wir eh fast. Dann geht's in der nächsten Folge lagfrei weiter. Junge, was hatten der jetzt da auf einmal? Das verstehe ich nicht. Wird in der nächsten Folge definitiv besser. Also, wir sehen uns dann morgen wieder bei No Man's Sky. Tschüss, ciao und Servus.